ist gut für die Entwicklung des Hirns, wenn man Kunst anschaut. Ich glaube, ich mag das Nebeneinander unheimlich gerne, dass man auf der einen Seite diese fließende Farbe hat, die ganz weiche Formen bekommt und die auch eine Räumlichkeit suggeriert. Und ich finde es langweilig, einen perspektivischen Raum aufzubauen, und es hat mich von Anfang an interessiert, einen Farbraum aufzubauen. Es geht immer um Kontraste. Das heißt, wenn ich mit Alkytharz-Lack arbeite, dann finde ich schön, dass dieser Lack sehr hochglänzend ist und dann im Kontrast zu stumpferen Flächen mit Acryl oder mit Tuschen steht. Und mag es, dass dann das Material auch so eine Spannung aufbaut. Ich kann nie genau sagen, wie lange ich für ein Bild brauche, weil die Bilder ganz unterschiedlich sind. Die sind wie Menschen. Manche sind sehr leicht zugänglich und man hat richtig das Gefühl, wow, sie wollen gemalt werden. Und andere sind ein Kampf, und dann stelle ich das auch mal ein halbes Jahr zur Seite. Ich habe das erlebt, dass mir erzählt wurde, wow, wie toll, dass du einen Fuchs gemalt hast. Und ich habe nie einen Fuchs gemalt, aber es ist ja herrlich, wenn jemand da einen Fuchs sieht. Und ich glaube, dass das ist, was ich so gerne habe am Malprozess, dass die Figuration manchmal einfach nur so ein Impuls ist für den Betrachter, sich hineinzubegeben in dieses Bild und das Bild gedanklich eigentlich weiterzumalen. Oder dass der Malprozess nicht abgeschlossen ist, wenn ich das Bild fertig gemalt habe, sondern das Ganze weitergeht, während jemand darauf blickt. Und ich glaube aber neben dieser Ebene, dass natürlich Kunstbetrachtung sehr gut für unser Gehirn ist, ist es auch so, dass wir Fragen stellen und dass wir dazu angeregt werden, aus dem Alltag auszubrechen und uns mit etwas zu beschäftigen außerhalb unseres eigenen Umfeldes, außerhalb unseres eigenen Kosmoses, und uns in Gedanken hinein zu versetzen, die wir so selber nicht gedacht hätten, Dinge zu sehen, die wir so selber nicht hätten umsetzen können. Und ich glaube, dass es Kunst macht uns zu besseren Menschen. Das lassen wir jetzt aber nicht drin, ne? Ha 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 ha!